Flug, ihr Lieben. Ja, ich bin gerade vom Einkaufen gekommen und dachte spontan, komm, machst du mal wieder ein Foodhaul? Der eine oder andere mag das ganz gern. Natürlich mache ich das sehr selten, denn ich gehe bestimmt zwei, beziehungsweise eigentlich drei oder sogar viermal die Woche einkaufen. Naja, dreimal die Woche würde ich sagen. Und jetzt war ich gerade mal wieder im Lidl, mein Kühlschrank war ebbe. Und es ist so schwierig, irgendwie, ja, einzukaufen. ja, weil. Eigentlich möchte ich ja meine Ernährung ändern, insofern, als dass ich ja ein bisschen abnehmen möchte. Und das fällt mir unglaublich schwer, denn irgendwie durch die Tabletten habe ich auch irgendwie Bock auf Essen und ich esse auch gerne mittlerweile. Früher hatte ich ja sowas wie, ja, so eine, naja, fast schon wieder Essstörung. Irgendwie hatte ich Angst vorm Essen. Und ja, wie dem auch sei, das hat sich ja alles geändert. Und ja, also deswegen dachte ich, weil ich ja gerade ein Video mache, vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben, was ich kochen kann und aber auch vielleicht zum Frühstück. Also ich weiß immer nicht, also Frühstück esse ich zurzeit ganz gern. Da schneide ich mir eine Banane und mit Haferflocken und laktosefreier Milch. Das ist ganz okay. Aber so zum Mittag, ja, ich esse halt immer so dasselbe und leider eben Dinge, die viele, viele Kalorien haben, wie Pizza und Nudeln und Pizza und Nudeln. Ja, heute habe ich mir nur Salat gekauft und gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal, was ich gekauft habe. So, räume ich das mal auf die Seite. Zum einen seht ihr hier, die Kamera steht heute so ein bisschen doof. Ich muss mal gucken. Ich weiß nämlich gar nicht, ob ich im Bild bin. Ich sehe das selbst gar nicht. Naja, das sollte reichen, oder? Ja, gucken wir mal. Moment. Ja, also zum einen habe ich Küchenrolle gekauft. Voll interessant. Also das Motiv ist süß. Und braucht man immer, brauche ich wieder. Meins ist fast alle. Dann brauche ich auch unbedingt, die muss ich immer im Haus haben, Taschentücher. Meine sind fast alle. Und ich habe ja, viele denken immer, fragen mich, hast du Schnupfen? Ich sage, nö, ich habe ganz Jahresrotze. In der Tat, vielleicht habe ich irgendeine Allergie, keine Ahnung. Ich habe irgendwie Dauerrotze. Ja, so, dann geht's weiter. Eigentlich mag ich nur die von DM, aber ich habe keine mehr und ohne geht gar nicht. Ich habe mir hier Slip-Einlagen gekauft von Lidl. Ich muss also unbedingt zu DM. Dann habe ich einmal Brot gekauft. Mehrkornschnitte. Voll interessant, ne? Und Bananen. Die mag ich immer, also die kaufe ich immer, wenn die noch so minimal grün sind. Ich hatte neulich welche gekauft, die waren noch sehr grün. Dann dachte ich, naja, gerade jetzt bei dem Wetter, das wird schnell gammelig. Naja. Und die wollte ich dann essen. Die waren so ungeil, so unlecker, so hart und boah. Also so ganz grüne Bananen muss dann auch nicht sein. Dann habe ich mir Kirschen gekauft, wie ihr seht. Ja, Kirschen finde ich auch immer sehr lecker. Also habe ich Jahre, glaube ich, nicht gegessen. Und kürzlich habe ich mir mal Kirschen gekauft. Kirschen. Und heute wieder. Dann, die müssen immer sein. Ich habe immer, 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 immer Tomaten im Haus. Also, Tomaten müssen immer sein, weil auf Pizza, zum Abendbrot, es geht immer. Dann, wie gesagt, habe ich mir hier schon so einen Salat fertig. Finde ich immer ganz praktisch, gerade so für eine Person mit Petersilie, Kopfsalat mit Petersilie. Habe ich mir geholt, weil heute hier bitte. Nur Salat, dachte ich mir. Eier finde ich auch immer praktisch. Mal ein Spiegelei oder so geht immer, ne? Ja, ich habe jetzt den Foodhaul gemacht oder mache ich gerade, weil ich dachte, heute habe ich mal ein bisschen mehr eingekauft, weil Kühlschrank ebbe. So, die kommen jetzt gleich mal ins Eisfach. Backfischstäbchen. Esse ich auch mal ganz gern, schnell gemacht mit Kartoffeln und Ei oder so. Und das geht immer unglaublich schnell und die schmecken echt gut aus der, ich pack das mal ins Eisfach, aus der Heißluftfritteuse. Übrigens habe ich ja die Heißluftfritteuse von Action, mit der ich sehr, sehr zufrieden bin. Ich liebe dieses Teil, kann ich wirklich nur empfehlen. Und
Ja, vielleicht hat der eine oder andere auch eine Heißluftfritteuse, muss ja nicht von Action sein, und hat vielleicht auch noch mal ein paar Tipps. Denn ich gebe ja zu, ich bin jetzt nicht jemand, der gerne kocht. Und das ist das Problem. Also maximal mal am Herd stehen und Nudeln kochen mit einer Soße, ne? Ich mag das schon gern, wenn ich zum Beispiel ja, Sachen in der Heißluftfritteuse machen kann. Ja, man kann ja viel in der Heißluftfritteuse machen, aber mir fehlen da einfach so immer die Inspirationen und Ideen. Und deswegen, vielleicht hat der ein oder andere eine Heißluftfritteuse und hat ein paar Ideen, was ich da so reinschmeißen kann. Ich bin da wirklich sehr unkreativ. Dann habe ich mir mal, also wenn ihr, das ist Wahnsinn, wenn man wirklich mal drauf achtet und drauf schaut, was an Kalorien in gewissen Dingen drin ist, dann das glaubt ihr gar nicht. Ja, da würde man überhaupt nicht drauf kommen. Das ist unglaublich. Also viele Sachen, da stehe ich dann im Laden, gucke auf die Kalorien und lege das wieder zurück, weil ich denke, nein, für einen so einen kleinen Wackelpudding jetzt mal als Beispiel, schmeiße ich mir da nicht so viel Kalorien rein. Das geht gar nicht. Ja. Wurst habe ich hier, so eine Geflügelsalami hat auch nicht so viel Kalorien, das ist ja auch hier die leichte. Und einmal Hähnchenbrust, wir wissen alle, Hähnchenbrust, Putenbrust und so, das ist immer gut. Auch jetzt fleischtechnisch, wenn man jetzt auch abnehmen möchte, kann man das schon essen. Im Grunde, jetzt habe ich hier noch Würstchen, weil da kriegt Schatzi immer mal eine und ich esse die auch mal gerne eine, mal schnell mit Senf. Im Grunde ist das ja so eine Sache. Ja, es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier die dicke Diät machen mu müsste oder so. Ich bin 1,70. Neulich wurde mir sogar in der Apotheke 1,72 angezeigt, aber ich bin so 1,70 und habe aktuell, ja, weiß ich, so zwischen 55 und 56 Kilo. Quatsch, schön wär's. 65, 66. Es ist ja, mein BMI ist in Ordnung und ich bin auch absolut im Normalgewicht. Aber ich habe euch das ja mal erzählt. Ich selber bin nicht ganz so zufrieden, weil ich es anders kenne. Und das ist, wie gesagt, durch das Citalopram. Da habe ich halt innerhalb von einem Jahr diese 10 Kilo sowas in dem Dreh. Das ist so aufgepumpt. Ist das noch haltbar? Ja. Ja, laktosefreie Milch. Ich trinke nur laktosefreie. Ich habe zwar keine Laktoseintoleranz, aber ich finde, ich vertrage das besser und schmeckt mir auch irgendwie besser. Ja, ich mache ja unglaublich viel Sport. Und ja, das ist auch alles schön, das ist gut, aber so richtig abnehmen tue ich derzeit noch nicht. Aber es ist eben auch so, wissen wir ja alle, dass Muskeln ja auch wiegen. Also ne, man sollte einfach auf den Körper schauen, vom Spiegel oder was auch immer. Die Zahl ist dann immer ja so mal ein bisschen zweitrangig. Ich habe mir zwar extra eine Waage gekauft und bin auch echt frustriert, wenn ich sehe, nee, nur ein paar Gramm weniger oder so. Aber das schwankt so unglaublich, vor allem bei Frauen, ob jetzt hormonell. Was hat man an Wasser getrunken oder eben nicht? Und ja, die Zahl ist, da sollte man sich gar nicht so sehr frustrieren lassen. Ist das ein Beusch? Ja, aber manchmal bin ich sehr frustriert. Ich war täglich auf der Waage, was ich mir im Moment auch klemme. Ich gehe jetzt nicht täglich rauf. Ich habe mir trotz meines Sodas dreimal die Cola hier geholt. Das möchte ich, ich wollte erst einen Haul machen, aber ist ja Quatsch. Ich habe mir vor ein paar Wochen den SodaStream gekauft und ich sag euch, warum bitte habe ich den nicht schon früher gekauft? Das ist so, so geil. Ich trinke viel mehr, ich trinke vor allem viel mehr Wasser. Ich habe auch ein paar Sirups und da gibt es ja unglaublich viel. Also das gibt es ja Pepsi, Pepsi Max, Schwipschwapp Sirup, den ich sehr empfehlen kann. Der schmeckt richtig geil. Und zwar gibt es Schwipschwapp Zero. Ich zeige euch den mal eben. Tada! Der ist fast alle. Den muss ich mir unbedingt wiederholen. Schmeckt richtig, richtig geil, ohne Zucker. Dann habe ich, ja, Waldmeister. Schmeckt auch richtig gut, gerade jetzt im Sommer. Von SodaStream selbst. Was ich nicht empfehlen kann, meine Lieben, das. Ich habe mir Eistee geholt. Den finde ich total unlecker und ungeil. Und Pepsi Max finde ich auch nicht so toll. Also ich brauche, muss man noch gucken. Ich habe mir mal dann von SodaStream eine Cola geholt. Ist okay, aber es ist alles noch nicht so der Reißer. Also deswegen dachte ich mir, gönne ich mir mal wieder hier diese. Ich liebe diese Cola Zero von Lidl. So, aber ansonsten hole ich gar keine Getränke mehr. Das ist richtig geil.
Dann muss auch immer sein, ne, wenn man mal eine Pizza macht, darum war es wieder Pizza. Ich liebe Pizza, das ist das Problem. Ich liebe Pizza so sehr. Alles, ich liebe alles, was Tomate, Käse ist. So Tomate, Käse, ne, das ist, oh mein Gott. Dann für den Salat, und auch mal so, habe ich mir mal so eine kleine Mini-Paprikas geholt. Mini-Paprikas, klingt auch ein bisschen komisch. So. Dann den Dressing, den mag ich gerne. Ja, ich mache kein Dressing selber. Alles viel zu aufwendig. Und den finde ich unglaublich lecker von Lidl, den French Dressing. Auch habe ich meistens auch im Haus, habe ich gestern gegessen, Kartoffeln mit Quark. Klar, man kann Quark auch selber machen. Aber, also klar, man kann Magerquark kaufen. Ja. Total eklig. Also wenn Speisequark 40%, Magerstufe 20% ist so ekelhaft, finde ich persönlich. Ich habe auch mal eine Zeit lang selber Quark gemacht, da habe ich halt Speisequark 40%igen geholt und selber halt Salz, Pfeffer, je nachdem, was man haben möchte, Dill, Petersilie, Schnittlauch. Aber ja, ist halt einfacher. Aber ich merke halt auch, der ist mir gestern ganz schön auf den Bauch gegangen. Ich habe ja nun Reizdarm und da sind Zwiebeln drin, naja. Wie es halt so ist. Dann Frischkäse, das nehme ich immer als Butter- oder Margarinersatz, weil ich esse keine Butter. Dann, das wollte ich heute essen, einfach so ein bisschen so eine kleine Hähnchenbrustfiletstücke dabei, wenn ich Salat esse, hat nicht viel Kalorien. Und gerade bei der Wärme, heute ist es recht warm bei uns, ist es doch, glaube ich, ganz angenehm. Dann Babybel, ich habe irgendwie meine Liebe zu Babybel entdeckt. Ja, finde ich zwar auch immer ein bisschen teuer, aber irgendwie esse ich die im Moment voll gerne. Dann eine Gurke, ne, weil à la Salat. Thunfisch mache ich auch gerne in den Salat. Dann nehme ich immer den im eigenen Saft. Und dann sind wir gleich fertig. Für Mogli hole ich zwischendurch mal so ein Babygläschen. Schadet nicht, ist völlig in Ordnung. Da sind Nudeln drin und ja, also da ist nichts Schlimmes bei. Empfehlen die Tierärzte sogar, wenn der Hund Magen-Darm hat oder so, dass man mal so ein Babygläschen nimmt. Ich gönne ihn zwischendurch so ein Gläschen, weil es einfach mal was anderes ist und lecker ist. Er kriegt allerdings auch von mir immer mal was ab, wenn ich koche. Ja, ich koche ja auch mal Nudeln. Er kriegt zum Beispiel dann immer Nudeln ab oder auch mal ein Stück Kartoffeln mit Frischkäse oder so. Also ja. Und zu guter Letzt, ne, für Schatzi Wurst, weil Wurst muss immer sein, müssen wir immer im Haus haben, weil er kriegt, ja, er weiß es schon, das ist Ritual, er kriegt jeden Morgen nach dem Gassi seine Wurst. So, meine Lieben, das war's, ich werde das mal verräumen. Das war mein Einkauf, war heute ein bisschen mehr, ich habe auch 35 Euro ausgegeben, aber so ist es eben. Ich habe jetzt erstmal wieder was im Haus, was mich sehr freut, und in diesem Sinne hoffe ich, dass euch das kleine Video gefallen hat. Wie gesagt, ich würde mich total freuen, wenn ihr Tipps habt, was man so essen kann, was leicht ist und vielleicht nicht ganz so viele Kalorien hat. Und vor allem, klar, es gibt Rezepte, es gibt Instagram, da gibt es Foodblogger. Aber ganz ehrlich, wenn ich denn lese, was man an Zutaten kaufen muss, nee. Also ich mag es halt einfach. Ich habe keinen Bock, was zu kochen, wo ich erstmal 1000 Zutaten brauche, zumal ich einfach auch viel nicht esse. Also Zwiebeln, Knoblauch, all das ist halt was mit was, also damit koche ich einfach nicht, ja. Aber vielleicht habt ihr Tipps für die Heißluftfritteuse. Das würde mich mega freuen, weil das ist am einfachsten. So, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Wir haben Dienstag, das Wetter ist super schön. Ab morgen soll es schlechter werden. Genießt den Tag und die Sonne. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Heute kommt noch ein Action-Haul. Bis bald. Also bis zum nächsten Video. Ja, das ist ja bald. Ciao.